Der braucht ja einen Leichtmesser und ewig. Behauptet dann, die wären schwer. Ja, der hat nur eine AK. Warum hast du kein Scharfschützengewehr? Wie viel Schuss haben wir noch? 40? So. Ist beim letzten Mal fast durch. Ich weiß nicht mal, wo ich beim letzten Mal war. War ich nicht hier irgendwo nur? Bin doch hier auch nur rumgeeiert, oder? Keine Ahnung. Als ob ich jetzt noch wüsste, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Robuster Scharfschützengewehr. In der Ecke. Falsche Ecke offensichtlich. Also ich muss noch weiter hoch, hier die Orte erklären. Ach komm schon. Sprungphysik ist auch ein bisschen. Nein. Gleich falle ich runter und bin tot. Was weiter? Nee. Knopf aufgenommen. Jetzt muss ich da runter, ne? Ja. Bisschen aufpassen vielleicht, dass ich nicht sterbe. Das ist nicht die Sniper. So wenig Munition. Spiel, ich benötige mehr Munition. Erstmal die Türme so ein bisschen bereinigen. Warum ist überhaupt Missionsziel, das Sniper zu holen? Ist der Turm da hinten wirklich leer? Ja, steht doch. Steht da einer? Ich sehe es nicht so genau. Yes. Was bringt mir denn das Snipergewehr, wenn es fast schon wieder leer ist, kaum dass ich es gefunden habe? Hier steht einer. Ich brauche gar nicht auf den Kopf zu schießen, stimmt. Das brauche ich bei dem Spiel ja gar nicht, weil... Handgranate, habe ich die jemals groß benutzt, die Handgranate? So laut hier. Wie nur alarmlos, wenn du so laut bist. Der eh gleich losgehen wird, weil ich zu laut bin.
Kann ich in dem Häuschen irgendwas anfangen? Als ob. Als ob. Nehmen wir einfach die Tür. So, da hinten noch. Ach, da ist wahrscheinlich drei, ne? Ja. Dass ich im Fenster spielen muss und hier die Maus nicht richtig funktioniert bei diesem Spiel. Jetzt habe ich keine Munition mehr für das Gewehr. Scheiße. So ist leise. Weiß man ja nicht so genau, ob man das leise versuchen sollte, weil das Spiel belohnt das null. Alarm ist auch schon an. Na, wenn das so ist. Vielleicht macht die KI den Alarm wieder aus. Mit einer Kugel ist der umgefallen, okay. Munition gefunden. Und für welche Waffe? Wieso wichtig? Hör doch mal auf, den Alarm ständig wieder anzumachen. Was soll denn der Blödsinn? Tot oder? Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Richtig, es gibt ja noch Kameras in dem Spiel, habe ich ganz vergessen. So, im Fenstermodus funktioniert es nicht und im Vollbildmodus funktioniert es nicht und im Fenstermodus hat es diese lustigen Probleme. Wieso hat keiner von euch denn mal irgendwie ein Scharfschützengewehr? Mal auf hier zu rutschen und stirbst du gefälligst. Okay. Das Problem ist, ich weiß schon nicht, ob da unendlich viele nachspawnen oder. Müsste mal kaputt gehen, du scheiß Kamera.
mal. Ist er jetzt tot oder ja? Was machst du? Hör mal, die Kamera das aus, ne? 2 Minuten offline, ja geil. Das ist fast schon lange. Halt. Schalter ist ja oben, weil warum denn nicht? War es das klug hier aufzumachen? Ich muss glaube ich hier sogar aufmachen, ne? Wieso kann ich mit der Waffe eigentlich nicht zoomen? M16A2. Das Ding hat doch einen Granatwerfer, ne? Wenn ich es mal finden würde. Ja, hat es. Jetzt ist da oben einer und er schießt mich einfach. Erstaunlicherweise nicht. Muss ein Bug sein. Das Gebäude muss ich rein. Wobei muss ich mal auf diesen Turm, aber. Haben die irgendwo Scharfschützengewehre? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die alle nur so AK-Scheiße, ne? Ach komm schon. Ja, AK. Okay, wieder runter. Jetzt kann ich natürlich den Alarm gerade nicht ausschalten. So, auf dieses Pfeifen ist ja echt schlimm gewesen. Mein, so Stealth-Mission, also wenn man so ein Stealth-Spiel macht, sollte man meiner Meinung nach eine begrenzte Menge an Einheiten haben, also an feindlichen Einheiten. Und wenn der Alarm losgeht, kann man schon machen, dass man direkt verloren hat, aber einfach unendlich viel Einheiten schicken, finde ich immer. Bisschen blöd bei sowas. So, der immer gleiche Reaktorraum. Ist hier ein Alarmknopf? Nee. Muss man irgendein gutes Stealth-Spiel spielen. Sief soll angeblich ganz geil sein. Habe ich gehört, ich habe es nie gespielt. Was soll ich mal Sief spielen? Kennt das jemand? Hat das mal jemand gespielt? Also von den hier Anwesenden meine ich. Jetzt bitte sterben, bevor du mich tötest. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass das gut sein soll. Wissen tue ich es nicht. Also zumindest die ersten 2 Teile, glaube ich, sollen gut sein. Danach geht es wohl ein bisschen nach unten.
aber... Oder waren jetzt 20 die ersten zwei Teile? Ich glaube, es waren die ersten zwei Teile. Die hat auch nur eine AK, ne? Alle haben sie nur AKs. Ach stimmt, das Tor geht nicht auf. Ich würde sagen, ich erinnere mich, aber... Das Problem ist, die Hälfte aller Sachen geht immer nicht auf und die andere Hälfte ist halt einfach schon offen. Gespielt. Rainbow Six habe ich. Ich glaube, ich hatte mal irgendeine Gameboy-Version oder so davon. War nicht so geil. Ah, fick dich doch. Geil, jetzt darf ich mich halt nicht mehr treffen lassen. Dass es sich lohnt, da noch reinzugucken in das Gebäude. Und ich kann nicht ausschließen, dass da noch Gesundheit drin liegt. Ich glaube es zwar nicht, aber ja, lieber nicht. Mich das manchmal ein Golden Eye, nur mit dem Unterschied, dass Golden Eye dann mehr Missionsziele auf höheren Schwierigkeitsstufen hatte. Ist der Alarm jetzt noch an oder? Ist der Alarm jetzt aus? Okay, aus. Ich weiß nicht, ich finde halt bei einem guten Stealth-Spiel sollten nicht unendlich viele Gegner kommen. Das ist halt... Ich verstehe, wenn man sagt, hey, wenn du einen Alarm auslöst, ist die Mission vorbei. Oder... Wenn man es besser machen will, dann, hey, jetzt musst du noch diese fünf zusätzlichen Missionsziele erfüllen und... So, und... Auch nichts nachspawnen, einfach so. Nein, also unendlich viele, wie das Spiel hier teilweise hat. Splinter Cell habe ich nie gespielt. Ich habe erstaunlich wenig Stealth-Spiele gespielt. Dafür, dass ich weiß, wie man ein gutes Stealth-Spiel macht. Was ich natürlich weiß. Also bin praktisch der Profi. Mein Civilization-Klon ist ja praktisch ein Stealth-Spiel. So, mein Problem ist halt jetzt schon wieder, dass ich so gut wie tot bin. Das ist ein echtes Problem. Und die haben wahrscheinlich wieder 2 Kilometer Reichweite. Ah, ich habe noch 100... Habe ich mal Munition dafür aufgenommen, sonst hätte ich keine 136 Schuss. Ich muss in das Gebäude da hinten hinein. Ich komme wahrscheinlich nur von vorne rein. Vielleicht sollte ich mal Thieves spielen oder so. Yeah!
Ist da noch eine? Ich weiß es nicht. Nee, das ist nur Schalter. Lief geht auch, weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, das soll ziemlich gut sein. Wo? Oh. Scheiße, ich sehe ihn nicht. Nein! Ach komm schon! Ja, wow.